Ja, hi, und damit begrüße ich euch auch schon ganz recht herzlich zu diesem Video und auch zu einem Spiel, was einige von euch vielleicht gar nicht kennen oder andere sehnlichst erwarten. Und zwar handelt es sich in diesem Spiel um Identity. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Worte zu Identity loswerden und danach widmen wir uns auch schon dem Spiel. Und zwar folgendes. Identity wurde bereits vor 4 Jahren bzw. 3 Jahren im Januar 2015 angekündigt und war da für den Release im Dezember 2016. Daraus wurde nichts. Es sind jetzt weitere 2 Jahre vergangen. Es ist der Dezember 2018, an dem Identity erschienen ist, genau genommen am 30. November. Und nur ganz kurz an die Leute, die mit Identity gar nichts anzufangen wissen. Identity hat sich als Ziel gesetzt, ein modernes Real-Life-MMORPG zu erschaffen. Also ein Online-Spiel, bei dem es darum geht, das reale Leben zu simulieren. Das heißt, ihr geht arbeiten, ihr verdient euer Geld, ihr könnt euch verschiedenste Dinge kaufen, Autos, Apartments, welche Gegenstände auch immer. Ihr könnt kriminell werden, ihr könnt zur Polizei gehen, ihr könnt verschiedenste Jobs annehmen und so weiter und so fort. Zumindest ist das, was von Asylum Entertainment vor kurzem angekündigt wurde, beziehungsweise das Prinzip des Spiels ist. Asylum Entertainment ist ein Indie-Entwicklerteam, was es auch erst seit der Entwicklung von Identity gibt. Wenn ich das richtig gesehen habe in dem Video von ihrem Büro, haben die vielleicht 6 oder 7 Entwickler oder so höchstens. Und es handelt sich hierbei um das erste Spiel, was sie veröffentlicht haben. Es gibt also wirklich sehr viele Kritikpunkte, auf die möchte ich mit euch auch eingehen, da es eine entscheidende Rolle spielen kann. Da man ehrlich sagen muss, ihr bekommt hier für 20 oder 30 Euro oder wie viel auch immer es genau im Steam Store ist, bekommt ihr kein vollwertiges Spiel und könnt das auch in naher Zukunft noch nicht erwarten. Wichtig zu wissen ist, Identity wird in Modulen veröffentlicht und wir haben hier das erste Modul vor uns. Es handelt sich dabei um das Modul namens Town Square. Town Square kann auch nicht viel, außer dass ihr einen 50x50 Meter großen Marktplatz habt, auf dem ihr euch frei bewegen könnt. Wir uns schon mal anschauen können, wie die verschiedenen Spielmechaniken sind, wie das Laufen aussieht, die Animationen und so weiter. Wir sollen mit anderen Spielern interagieren können. Das wird sich wahrscheinlich darauf belaufen, dass wir einfach nur den Voice Chat benutzen können. Es soll ein Schachfeld geben, das habe ich in dem Video gesehen, und man soll auch schon die Möglichkeit haben, sein eigenes Apartment einzurichten. Und genau das möchten wir uns in diesem Video jetzt anschauen, in der Hoffnung, dass wir auch auf den Server kommen, denn das Spiel hat zurzeit noch wirklich sehr viele Abstürze. Es ist jetzt vor 4 Tagen herausgekommen, es ist also schon einige Zeit vergangen, und wir werden jetzt schauen, inwiefern das Spiel ordentlich läuft. Und die haben ja auch schon in-game eine kleine Information, dass ich hier, wie gesagt, nur um eine Vorabversion handelt. Es ist auch im Steam Store unter Early Access verzeichnet. Und hier steht auch zum Beispiel, dass wir in der Vollversion von Identity dann eine Map 200 Quadratkilometer groß haben werden. Ob es dazu wirklich kommen wird, werden wir sehen. Ich habe bereits schon mal kurz reingeguckt und mir einen Charakter erstellt. Die Charaktererstellung möchte ich euch ehrlich gesagt ersparen. Ich kann es euch hier kurz mal zeigen, ihr habt wirklich noch nicht viele Möglichkeiten. Wir können ein Geschlecht auswählen, wir haben bei den Männern 4 verschiedene Kopftypen oder sagen wir Körpertypen zur Auswahl. Wir können hier unsere Hautfarbe auswählen und hier auch noch so Sommersprossen. Ja, dann haben wir hier, können wir eine Frisur auswählen, haben wir gerade mal 4 zur Auswahl. Also ich muss sagen, es ist wirklich noch nicht viel vorhanden, es gibt einen Bart. Es gibt wenige Augenbrauen, wir haben also noch wirklich überhaupt nicht viele Möglichkeiten. Es mag zwar sein, dass wir hier alles so anpassen können, wie wir das wollten, aber ja, das machen die wenigsten Spieler, das ist auch nicht interessant. Es macht Spaß, grob seinen Charakter zu gestalten, aber so weit ins Detail möchte man meistens nicht gehen. Und wie gesagt, ich habe hier schon einen Charakter. Wir sehen ja auch schon ein bisschen Einblick in die Spielwelt. Es handelt sich hier um die Unreal Engine 4. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir in eine Spielwelt hineinkommen. Ich habe es gerade schon mal probiert, da ist der Server abgeschmiert, genau wie in diesem Moment. Wir haben hier unten auch eine Information, Servers crushed under immense load, das heißt, die sind vollkommen überlastet, die Server kommen nicht damit klar. Wie zu jedem Spiele-Release kann man schon fast sagen. Ich sehe hier gerade nur, wir bekommen dauernd eine Meldung, die uns nur ganz kurz angezeigt wird, wo wahrscheinlich drin steht, dass wir uns mit dem Server nicht verbinden können. Ich probiere es noch einmal, alle guten Dinge sind 3, wir schauen mal. Wenn ich jetzt nicht reinkomme, dann werde ich mal schauen, ob ich es schaffe, wenn ich die Aufnahme aus habe. Und ansonsten,
Das ist mein erster Eindruck von dem Spiel. Ich war bereits einmal drin. Es war irgendwann mal nachts. Da waren auch nicht viele Spieler da. Und wir haben es wirklich geschafft. Ja, wir befinden uns jetzt hier in Wie heißt ihr? Identity. Ja, Henna, richtig. Ja, nee, nur Henna. Ach so, ja. Ja, hier sind auch schon Ich bin hier einige gerade Spieler in den Keller unterwegs. reingekommen. Ihr hört Ich es gehe dann in vielleicht mein Apartment und gehen. es vermittelt schon den gewissen Flair, bei dem es in Identity Mein geht. Hier Apartment sind ist auch hier. schon Ich einige warte Spieler jetzt noch. unterwegs, ihr seht das. Okay, Ich los. laufe mal kurz ein Stück von weg, damit ich ein bisschen reden kann. Und ihr seht hier auch schon die Spielwelt von Identity. Es sieht an sich wirklich sehr schön aus, muss man sagen. Die Spielgestaltung oder Weltgestaltung ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ihr seht es schon, wenn ich hier laufe. Die Animation des Laufens sieht, wenn wir anfangen zu laufen, noch sehr. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe ja auch schon eine Meldung bekommen, wie ist das Spiel so? fühlt sich noch sehr asynchron an. Macht also nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Wenn man läuft, dann geht's. Wir können ja auch rennen. Und ihr seht auch schon, dieser Bereich, den wir hier sehen, das ist alles, was Identity derzeit zu bieten hat. Wir können hier mit V, genau mit V können wir auch in die Ego-Ansicht gehen. Ist wirklich sehr gut gelungen. Ich finde, die Kamera bzw. die Position, aus der wir uns hier bewegen und schauen, ist auf einer guten Höhe gewählt. Und wir werden uns hier erstmal einmal umschauen. Ich laufe hier einmal drumrum. Hier stehen auch verschiedene Spieler schon. Wir können mit diesen Spielern auch reden. Ja, ihr seht, das ist mit den Animationen und so alles noch nicht so perfekt gelöst und hier buggt sich schon wieder einer durch. Also es ist, wie gesagt, das Spiel ist neu, wir können noch nicht viel erwarten. Ja, ist eine Tafel, wo jemand scheinbar was dran geschrieben hat. Hier haben wir einen Style Shop, Ride heißt der. Mal gucken, ob wir den auch schon verwenden können. Haben wir den Eingang dazu. Ihr seht also auch, wenn ich hier so zur Seite laufe und so, das fühlt sich Ja, einfach sorry, noch kurz nicht richtig. melden. Ja, noch nicht Ja, richtig doch. gut an, muss ich einfach ehrlich sagen. Und es laggt auch noch, ihr seht es. Und wir haben hier schon eine Information. Find clothings on shelves and add to cart. Okay. You can try it on or pay at the cashier. Don't shoplift. Okay, wir sollen nicht klauen. Und können uns hier scheinbar Klamotten anschauen. Okay, mit E, browse, jackets. Das läuft schon mal auf jeden Fall nicht flüssig. Aber wenn ich das hier so sehe, scheint es ja eine doch schon recht große Auswahl an Klamotten zu geben. Es ist zwar jetzt, sind zwar jetzt nicht nur Jacken oder ist mal scheinbar sortiert, aber ich muss sagen, es gibt wirklich schon eine recht große Auswahl. Die Texturen sehen eigentlich gut aus. Es muss halt immer so ein bisschen laden, aber das ist mir nicht so schlimm. Da haben wir so verschiedene T-Shirts schon zur Auswahl. Was haben wir hier noch so? Shirts, ist das markiert oder ist das einfach nur eine große Liste, durch die wir immer durchscrollen? Ich kann ja mal kurz gucken, wenn ich das hier öffne. Ja, es ist einfach nur eine große Liste, durch die wir hier scrollen. Gucken, ob wir da bei Hosen eine andere haben. Ja, okay, also Hosen haben wir andere. Können wir auch welche kaufen, denke ich. Geld, weiß ich nicht, ob ich welches habe. Wir können ja mal I drücken. Mit I öffnet man nämlich das Inventar. Okay, und hier haben wir also das Inventar. Was von vielen auch kritisiert wurde, wozu ich leider aber ehrlich nicht viel sagen kann, ist, dass die gesamte Benutzeroberfläche mit einer Drittsoftware mit HTML geschrieben wurde. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich lasse das einfach mal so hier im Raum stehen. Wir haben also auch schon einige Gegenstände. Geld habe ich jetzt keins gesehen. Und hier wollte scheinbar gerade schon einer klauen. Das konnte auch rausgehen. Aha. Okay, also wir suchen uns dann einfach mal eine Hose raus, würde ich sagen. Also man kann sich, wenn ich das hier sehe, dass man auch wirklich recht viele Hosen zur Auswahl hat, auch jetzt schon mit seiner Charaktergestaltung austoben. Ja, wir nehmen jetzt einmal hier die Hose. Add to cart. Hat scheinbar noch keinen Preis. Und die bleibt es vermutlich dort. Wir können uns jetzt hier bestimmt noch eine Jacke oder sowas aussuchen. Es laggt immer sehr stark, wenn ich das Menü öffne. Es lädt immer sehr lange. Das fühlt sich nicht so gut an. Aber das Menü an sich ist schön gestaltet, fühlt sich aber ehrlich gesagt nicht so ruckelfrei an, muss ich sagen. Dann packen wir mal den noch ein. Das war auch nicht ganz flüssig und dabei ist mein Rechner nicht gar nicht so schlecht, sondern packen wir noch die Jacke hier rein. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir auswählen können? Gloves, okay, also Handschuhe. Boxing Gloves, die werden wir jetzt gar nicht gezeigt. Ah, Hallo. die schwirren hier so rum. Okay. Und ihr seht schon, hier sind auch verschiedene Deutsche dabei. Das ist natürlich cool. Das Spiel kommt eigentlich von einem kanadischen Entwickler.
Okay, wir bekommen gleich eine Meldung. Warning, by leaving this area with items in a shopping cart, you will be committing shoplifting. Okay. Das hat vermutlich bis jetzt noch keine Bedeutung, da es noch keine Polizei oder ähnliches gibt. Aber wir werden selbstverständlich natürlich trotzdem bezahlen. Ich habe mir jetzt noch so eine coole Sonnenbrille eingepackt. Jetzt gehen wir hier zum Kassierer. Können hier auf Checkout drücken. Okay, wahrscheinlich werden hier später noch Preise und so stehen. Geld gibt es bis jetzt noch keins. Und wir haben die Klamotten gekauft. Haben wir sie auch schon an? Nein, haben wir nicht. Okay, okay. Mit T sollen wir ingame reden können. Hätte ich gedacht. Es passiert aber nichts. Ja, hier kommen wir nicht rein. Das ist auch cool. Können wir das mit I anziehen? Haben wir das jetzt? Okay, also wir haben hier Equip dran stehen. Und wie genau lege ich das Ganze jetzt an? Okay. E für Equip. Das. Okay, okay. Also ich muss sagen, das sieht auch an dem Charakter durchaus sehr gut aus, finde ich, dass man also wirklich solche Möglichkeiten hat und seinen Charakter dann auch ja, realitätsgetreu, wie man das möchte, gestalten kann. Eine schwarze Cap, die Jacke, eine Hose. Doch, finde ich sehr schick, muss ich sagen. Also wie gesagt, ihr habt noch nicht viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, die wir haben, die möchte ich mir mit euch jetzt einmal anschauen. Das scheint ein Kino zu sein. Ja, Cinema vermutlich. Night of the Living Dead, okay. Gehen wir mal hier rein. Das sieht doch schick aus. Also ich muss sagen, das hat auch bis jetzt noch kein Spiel so gut gemacht. Es sieht vielleicht etwas leer aus, aber von der Gestaltung besonders hier finde ich das doch sehr schick. Mit dem hier können wir auch interagieren. Was hat er für uns? Okay, also wir können uns hier ein Ticket für das Kino kaufen und Popcorn. Dann kaufen wir doch mal ein Ticket. Are you sure you want to buy and add? Ja. Okay, was können wir jetzt mit dem Ticket? Können wir da jetzt eine Vorstellung angucken? Enter Screen Room. Okay, das. Aha! Okay, das sieht schon mal interessant aus. Von der Gestaltung, wie gesagt, ist sehr schick. Von der Performance her wieder nicht so. Okay, und hier läuft sogar ein richtiger Film. Wir können uns ja auch hinsetzen. Cool. Doch, das sieht schick aus. Und hier läuft wirklich ein Film und ich hätte nicht gedacht, dass der einzige Film, der hier läuft, so grausam ist. Okay. Aber wie gesagt, von der Gestaltung her muss ich echt sagen, ist wirklich sehr gelungen. Ja, okay, aufstehen können wir auch wieder. Ich denke, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Das ist auch kein Film, für den ich mich interessieren würde. Genau, dann gucken wir mal weiter, was wir noch hier so finden können. Hier haben wir eine Bank, die sieht aber sehr verschlossen aus. Ja, da kommen wir nicht rein. Das ist natürlich schade. Geldautomat hat auch noch keinen Nutzen. Gucken wir uns mal weiter um. Hier ist noch was. Das sieht aus wie ein Rathaus oder ähnliches. Modern Art. Nee, wahrscheinlich eher ein Museum. Gucken, ob wir das betreten können oder... Das scheint noch keinen Nutzen zu haben. Okay. Was haben wir hier? DMV. Das ist wahrscheinlich ein Einkaufszentrum oder so. Ah, okay, the DMV will be used to acquire licenses. Okay, bekommen wir später also unsere Lizenzen für verschiedene Dinge her. Ist auch schön, dass man das dann so ein bisschen ja, beschrieben hat. Und ihr seht auch immer wieder beim Laufen, das ist nicht so synchron und performant, wie man sich das eigentlich vorstellen mag. Okay, das sieht aus wie ein Tattoo-Studio. The Tupalur is inactive, but will be open in the Town Square Module. Okay, ich dachte, das wäre das Town Square Modul. Ist auch schön. Ja, die Gestaltung hier drin ist wieder sehr schick, muss ich sagen. Sieht auch gut aus. Ich weiß gar nicht, auf welchen Grafikeinstellungen ich das jetzt zurzeit habe. Ja, doch, sind die höchsten Grafikeinstellungen, die ich so gut wie hätte wählen können. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Also die Gestaltung von den Texturen hier sieht auch wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Was haben wir hier? Steht nichts draußen dran. Ist wahrscheinlich die Polizeiwache. Ich dachte gerade, wir sind geflogen. Okay, Police Department. Stand da gerade was? Habe ich das überlesen? Oder? Okay, speak to the officer to learn about policing. The shooting range will be open to the public soon. Okay. Können also mit dem reden. Learn about policing. Ja, okay, doch. Jetzt verstehe ich, was gemeint war mit HTML-Menüs. Es sind wirklich HTML-Seiten, die hier geöffnet werden. Na gut. Aber solange sie funktionieren, will ich dagegen nichts sagen. Wir können also hier auch noch nicht viel machen.
Hier haben wir schon eine Map. Sieht natürlich sehr vielversprechend aus. Ich bin wirklich gespannt, was hier noch kommen wird. First Draft of Identity Game World Real World Scale of 225 Square Kilometers, okay. Hier können wir auch nicht rein. Also es hat bis jetzt noch keinen größeren Nutzen, aber es ist auf jeden Fall schon mal da. Ja, genau, das hatte ich auf den Screenshots auch gesehen. Hier ist so ein Gemüse- oder Obstmarkt. Okay, hier können wir uns also auch verschiedenste Gegenstände kaufen. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn man sich vielleicht die Items hier halt wirklich selber nehmen können oder sowas, aber ich kann auch gar nicht einschätzen, inwiefern das jetzt wirklich umständlich ist oder Ich habe keine Musik ähnliches. down. Ich habe keine Ahnung, wo der Ruf gerade herkam. Hier ist der Barbershop. Der ist auch inaktiv. Also, wie gesagt, viel ist noch nicht zu finden. Gucken wir mal weiter, was wir noch, was das Spiel hier noch so zu bieten hat. Ich wollte gerade nochmal gucken wegen Audio. Weil ich frage mich die ganze Zeit, ob ich am Reden bin oder nicht. Denn mit der T-Taste soll man reden können. Das Problem ist aber, wenn ich die T-Taste drücke, kommt keine Meldung oder ähnliches. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Wir können ja kurz mal in der Tastatur belegen und schauen. Also Talk ist T. Ich setze mir das jetzt mal auf eine andere Maustaste. Nee, also es wird scheinbar gar nicht in-game angezeigt. Das weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt geht oder nicht. Aber zumindest können andere Spieler reden. Ja, und hier haben wir scheinbar noch einen Kaffee. Und jetzt leckt meine Maus ganz schön rum, muss ich sagen. Okay. Also hier haben wir noch einen Kaffee. Ah, okay. Hier haben wir noch irgendeine Galerie. Gucken, was es da so zu geben gibt. Außer, dass es wirklich stark leckt, muss ich sagen. Ist auch cool, dass man hier nicht durchgucken kann, aber wenn man dann jetzt hier durchläuft, können wir durchschauen. Das ist nice. Okay, hier steht: All art here is painted by players. Use an easel and canvas in your apartment to paint. Okay, also wir können. Ja, ich denke, das wird auch noch das nächste sein, worum wir uns jetzt mal kümmern werden. Und zwar, dass wir uns die Apartments mal anschauen. Browse library books. Okay, Bücher. Okay. Die Bibliothek ist ja nicht verfügbar. Ja, okay. Das wäre, denke ich, auch unnötiger Aufwand gewesen. Und die Maus macht gerade wirklich nicht so ganz, was ich will. Ich kann mich nicht wirklich nach rechts umgucken. Warum? Ich muss also wirklich sagen, es leckt gerade stark. Ich werde das Ganze jetzt versuchen mal zu fixen, indem ich die Grafikeinstellung ein Stück runtersetze. Da seht ihr auch mal den Unterschied. Ich hatte es bloß getestet. Da lief super. Aber das Spiel hat wirklich noch große Performance-Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ja, es läuft immer noch nicht besser. Der guckt nicht nach rechts wirklich. Verstehe auch nicht warum. Ja, dann gehen wir mal hier ins Hotel und gucken. Use the hotel's elevator to. Ich konnte es nicht zu Ende lesen, ich wollte reden. To access your own or others playing housing apartments. Okay, woher kriegen wir unser Apartment? Mit E. Ah, okay, also bei dem netten Herrn hier können wir uns für unser Apartment Möbel und alles holen. Das sieht doch schon mal vielversprechend und echt cool aus. Gucken, wie das dann in der Praxis aussieht. Ich drücke jetzt mal noch nicht auf Kaufen. Wir werden jetzt erstmal hochgehen und uns unser Apartment anschauen. Wie genau funktioniert das jetzt? Call Elevator. Okay, also wir haben jetzt einen Aufzug gerufen. Mal schauen, wann der kommt. Und ob wir dann wirklich nach oben fahren. Also ich muss sagen, das Spiel sieht bis jetzt doch schon sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt oder was es später noch zu bieten haben wird. Da es wirklich nach sehr viel Potenzial aussieht. Und scheinbar sind diese Zahlen, die an den Aufzügen stehen, die Zahlen, in welcher Etage sie gerade sind. Das ist natürlich sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Okay, wir müssen uns hier wirklich in diesen Aufzug reinquetschen. Das ist ja auch interessant und es funktioniert nicht wirklich. Es ist vollkommen verleckt und verbuggt. Ich kann nicht in diesen Aufzug reinlaufen. Das ist natürlich auch interessant. Mal gucken, kommen wir hier rein? Es sind wirklich viele Leute hier unterwegs und in diesen Aufzug kommen wir sogar rein.
Ich habe bloß keine Ahnung, in welche Etage ich muss. Kann ich das hier, muss ich das hier eingeben? Open Elevator Menü. Resident Name Christoph Lee. Ich kann nichts mehr eintippen, ich komme nicht zurück. Also das Spiel ist wirklich noch stark verbuggt und wir halten ja okay, wir halten in verschiedenen Etagen. Christoph. Okay. Ist jetzt hier mein Apartment oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich das mir hätte irgendwo besorgen müssen oder ähnliches. Your crested apartment is located in 410. Okay, also 410 ist unser Apartment. Steht da dran und ich kann mich wirklich gar nicht ordentlich mit meiner Maus umgucken. Wir können ja auch in die Wand reinbuggen. Das ist... Ja, also empfehlen kann ich das Spiel für Leute, die wirklich was zocken wollen, noch nicht. Wir werden jetzt mal schauen. Ah, das ist echt schön. Da soll man die Musik leiser machen. Junge. Okay. Das ist also unser Apartment. Cool. Tür dazu. Mhm. Können wir mir hier auch schon mit verschiedenen Dingen was anfangen? Kann ich das hier aufmachen? Das wird nix. Und wir können hier sogar rausschauen. Das ist natürlich wirklich sehr schön. Ich vermute bloß, wir sehen hier keine anderen Spieler sehen. Oder tun wir es? Doch, wir sehen sogar andere Spieler. Es ist wirklich sehr cool gemacht. Ich hatte auch ein Video gesehen, wir können das Licht ein- und ausschalten. Ja, wir können sogar das Licht ein- und ausschalten. Okay. Und jetzt können wir uns sozusagen unten in der Lobby bei dem netten Herrn Gegenstände holen. Um die in unserem Haus zu platzieren. Aber das mit der Kamera, das kotzt mich echt ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. Müssen wir also wieder einen Aufzug rufen. Und schauen, dass der nette Herr dort unten... ja, Möbel gibt. Ich weiß bloß gar nicht, Etage 4, das ist doch eigentlich unsere Etage. Wir sind doch auf der, ja, 4. Diese Spiegelung macht mir echt ein bisschen Angst. Ja, mit der Maus ist es keine schöne Sache. Ich frage mich wirklich, woran das liegt. So, ich befinde mich jetzt wieder im Spiel. Ich habe es jetzt einmal neu gestartet, beziehungsweise insgesamt dreimal. Ja, da ich sonst mich einfach nicht mit dem Server verbinden konnte, beziehungsweise das Game abgekackt ist. Ich muss also sagen, das Spiel ist unglaublich verbuggt. Ihr könnt also nicht einfach mal sagen, yo, ich gucke jetzt mal schnell rein, dann mache ich es wieder zu. Ich musste es gerade dreimal neu starten und auch mehrmals versuchen, mich mit dem Server zu verbinden. Ich hoffe, dass sich das mit der Maus jetzt verbessert hat und, naja, hat es nicht wirklich. Ich kann immer noch nicht ordentlich nach rechts gucken. Gut, okay. Ich werde mir jetzt noch anschauen, wie das mit den Möbeln aussieht. Wir nehmen uns jetzt mal ein paar Möbel mit. Wir müssen ja scheinbar eh nichts dafür bezahlen. Ja, genau. Schauen wir mal, was haben wir denn hier so alles zu bieten? Können wir das irgendwie sortieren? Nein, können wir nicht. Also nehmen wir hier mal, was haben wir hier so? Ja, können es halt gar nicht sortieren. Das ist natürlich sehr schade. Ja, die Tasche nehmen wir mal mit. Sieht interessant aus. Ja, wollen wir. Okay. Eine Bank. Wir wären Bett eigentlich lieber. Nehmen wir hier noch so ein schickes Bettchen mit. Nehmen wir das hier. So. Your purchase furnished. Okay, also die Möbel sind jetzt. Wo sind die? Unter Asa? Nee, was? Wo ist denn das, was er gerade meinte? In unserem Möbelinventar? Wo ist denn unser Möbelinventar? Okay, das werden wir gleich nachher. Ein Billardtisch. Genial. Nehmen wir mit. Ja, was haben wir hier noch so? Eine Lampe. Groß sieht. Ja, nehmen wir eine Paper Tube Lampe mit. Ja, den Schrank nehmen wir den auch mal mit. Ich weiß bis jetzt zwar noch nicht, wie wir den platzieren sollen. Ein Helm, okay. Deckenventilator, gut. Das denke ich, reicht erstmal. Until Inside Apartment. Ah, okay. Unser Möbelinventar wird angezeigt, wenn wir uns in unserem Apartment befinden. Das ist natürlich auch interessant. Ja, und jetzt müssen wir halt wieder auf den Fahrstuhl warten. Ja, und wir sind natürlich wieder nicht die Einzigen.
Und die Maussteuerung funktioniert immer noch nicht wirklich. Ich bin wirklich. You talking to me? Ich frag mich gerade die ganze Zeit. Don't be talking to me, man. Okay, wir sollen nicht mit ihm reden und das war, glaube ich, der Aufzug, in dem wir nicht reingekommen sind. Oh, get out the elevator. The fuck? What's wrong with you, pal? Can't you like go to the fucking door? Ja, und es gibt halt, ja, das ist wirklich dieser Real-Life-Aspekt. Ich habe dazu jetzt noch nicht wirklich viel gesagt, weil es fühlt sich für mich einfach noch nicht voll an, sodass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Ja, irgendwie kommen hier manche rein. Manche kommen rein, ich komme auch nicht rein. Ich probiere es gar nicht weiter. Und es läuft einfach nicht schön. Ich muss sagen, ihr seht es hier. Ich habe sogar die Grafikeinstellung jetzt wieder runtergestellt und das Spiel läuft nicht ordentlich, es fühlt sich nicht vollwertig an, es fühlt sich nicht schön an. Ja, gucken wir mal, ob der andere Aufzug auch noch herunterkommt oder ob der jetzt einfach stehen bleibt und die Maussteuerung ist wirklich zum Kotzen. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir noch es schaffen, in unser Apartment zu kommen. Wenn nicht, werde ich das Video abbrechen. Ich denke, jeder, der sich das Video bis hierhin angeguckt hat, ja, weiß, womit er es hier zu tun hat und dass es sich nicht lohnt, jetzt schon sein Geld dafür auszugeben, vielleicht in, weiß ich nicht, 2 Jahren. Ja, bis jetzt, es macht einfach keinen Spaß, es ist nicht schön. Ja, der Aufzug hier fährt gerade auch nur weiter hoch. mal schauen, ob wir es noch schaffen. Jetzt ist er gerade runtergekommen, mal gucken. Genau, 3, 2. Ja, jetzt sieht schon wunderschön. Ey, genau, jetzt können wir hier. Get the fuck out of here, bro. Beat it. Ach Gott, Gott, Gott. Wenn ich das schon wieder höre, so auf solche Leute habe ich natürlich wenig Lust. Ich kann nicht mal auswählen, in welche Etage ich möchte. Das ist. Ja, es macht bis jetzt wirklich noch gar keinen Spaß, das Spiel zu spielen. Ich werde es jetzt auch nach diesem Video ja, sofort wieder ausschalten. Das ist überhaupt nicht schön, was ich hier gerade tue. Ihr wisst gar nicht, wie ich mit der Steuerung am struggeln bin. Ja, mal schauen, ob wir es in unserer Etage noch schaffen. Okay, also immer wenn wir diesen kurzen Lag bekommen, hat sich scheinbar die Etage gewechselt, oder? Ja, okay. Also der Aufzug fährt sozusagen gar nicht richtig hoch und runter, sondern wir geben unsere Etage ein und dann landen wir auch in der Etage. Ja, es macht wenig Spaß. Wir sind in der 4, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ah, okay. Stopp! Ich war schon da. Okay, mit E können wir also aussteigen. So, dann gehen wir mal runter in unser Apartment, bei dem die Tür fehlt. Hallo? Tür? Nee? Okay. Okay, und jetzt können wir I drücken. Okay, und jetzt werden uns unsere Möbel nicht angezeigt. Wie kann ich meine Möbel sehen? Ich befinde mich in meinem Apartment. Schauen wir noch mal kurz in die Einstellung, ob es vielleicht für das Möbelinventar einen anderen Key gibt. Aber hier steht einfach nur Inventory. Hier können auch andere Leute reingehen, das ist auch toll. Dass genau in meinem Apartment die Tür fehlt. Das ist wunderschön. Der hat sogar eine Fluppe im Maul. Aber meine Möbel werden mir nicht angezeigt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich dazu tun muss. Ich kann hier nicht scrollen. Ja, das Spiel ist wirklich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Es gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dann dürftet ihr davon eigentlich nur überzeugt sein. Wir hatten gerade noch so einen Punkt. Was hat er irgendwas zu sagen gehabt? Nee, okay. Gut, dann werde ich an dieser Stelle das Video beenden. Ja, ich denke, meine Meinung wurde vermittelt. Ich würde mich trotzdem darüber freuen, wenn ihr mich abonniert. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Mach's gut.